Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, hier haben wir glaube ich erstmal die Quest erledigt, hier bei dem Tempel, bei dem hier. Da weiß ich noch nicht so wirklich, wie wir weiter. Da haben wir noch einen, glaube ich. Und hier in der Wüste müssen wir irgendwo, ich glaube ich muss Yusuf noch bestrafen auf jeden Fall. Aber ich weiß sonst nicht irgendwie, wie ich sonst weiterkomme. Und wir sind jetzt auch erstmal wieder allein unterwegs. Ich würde aber gerne früher oder später unsere Freunde mitnehmen. Gorn, Diego, Milton, Lester. Eventuell auch Laris. Achso, warte mal, da kann ich auch einmal hier in Morasul. Ah, mit dem Namen habe ich es echt gut gerade. Morasul noch mal kurz hier Dingens Bescheid geben. Den der Orknarok besessen hatte und loswerden wollte. Dass er jetzt kein Problem mehr da ist. Warte mal. Orknarok? Dem hast du ein Mist viel weniger. So, Varan. Nehmen wir alles mit? Orknarok. Wo hat er vor hinzugehen? Ich folge ihm mal. Er hat wieder volles Leben auf jeden Fall. Da sind noch mehr Varane. Wo hat er vor, hinzugehen? Zurück nach Morasul, oder? Geht er zu den Nomaden, oder wer auch immer hier sein soll? Der ist richtig langsam unterwegs. Das sind echt sehr viele Varane gerade. Schon wieder eins von diesen Tigern! Nein, nicht auf Orknarok! Auf die Varane! Ich glaube, ich habe aus Versehen Orknarok auch getroffen gehabt. Der würde mich gleich angreifen. Und mein Stuhl rutscht wieder nach unten. Ich habe echt hingekriegt gehabt, dass dieses Ding hier kaputt ist. Dass der immer wieder nach unten rutscht, mein Stuhl. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Aber ist hinüber. So, ich eins von diesen Viechern. Ich versuch's mal mit denen. Nicht auf Orknarok zielen. Hör auf Orknarok zu zielen, du Vollidiot. Ein Mist viel weniger. So. Und nochmal speichern, bevor er auf die glorreiche Idee kommt, die nächsten auch noch anzugreifen. Und nochmal was futtern. Da sind noch mehr von den Biestern. Da ist ein Feuerwaran mit bei. Alter, was? Alter, okay, das wird eine Herausforderung. Ihn erstens zu beschützen und zweitens die ganzen Varane hier zu erledigen. Das wird echt eine Herausforderung hier. Das sind so viele Varane. Und wo hat er vor hinzugehen? Da sind noch mehr von den Biestern. Die haben vor, alle zu mir zu kommen, okay. Da! Yo! Das sind echt zu viele von denen. Wie soll man gegen so viele ankommen?
Ich steppe hier jetzt erstmal die ganze Zeit. So, okay, ich will es nochmal versuchen. Nein. Überall diese Mistviecher. Vielleicht, wenn... Vielleicht erstmal nur einen? So, okay, jetzt kommen die alle auf mich. Die kommen alle auf mich jetzt gerade. Schnell, 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 rennen! Nein. Wohl? Ja. So, da ist der nächste. So, alle nochmal looten. Keine Ahnung, wie das jetzt mit Orgnarok aussieht da hinten. Nochmal Heiltrank. So. Gleich noch einen Heiltrank. Und Orgnarok schnell retten, bevor er drauf geht. Wo ist er hin? Achso, er hat die anderen geschafft. Da ist noch einer. Das heißt, dann können wir speichern. Wo hat er vor hinzugehen? Okay, da ist ein Feuerwaran. Ich kümmere mich um den Feuerwaran. Ein Mist viel weniger. Okay. Hat geklappt. Feuerwaranzunge. Nochmal speichern. Ich will wissen, wohin er geht. Da brennt Licht. Ich höre hier was Großes. Ein Urviech. Kann es sein, dass ich hingehen will? Wo ist er jetzt hin? Da. Der geht ganz woanders hin. Er hat wenigstens wieder volles Leben. Da will er hin? Was will er bei denen? Aber da brennt Licht, da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal hin. Ich will jetzt wissen, wo er vorhat hinzugehen. Ich speichere das noch einmal, weil... Der sagt mir aber auch nichts. Will er wirklich hierhin? Zu Murat? Was willst du? Händler, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware.
Eintopf. Ach komm, den will ich haben. Dafür kriegt er den Assassinenmesser. Dann kriegt er noch das hier. Hier, Wein darf er auch noch haben. Schnaps darf er haben. Was ist das? Heiltrank. Mana-Trank, Ausdauertrank. Wasser, Schinken. Dämonenpilz darf er haben. Kaktusblüte darf er haben. So, die behalten wir. Seltsamer Pilz. Kronstöckel, Zauberwurzel. Königsdistel. Waldbeeren. Wir haben 200 Waldbeeren. Felsnessel. Krötenwurz. Wolfskraut. Dann haben wir hier ein Schattenläufer. Was behalten wir mal? Feuerwaranleder. Feuerwaranzunge. Klauen. Das hier darf weg. Wir kommen diesmal gut an Geld ran. Ragnarok bleibt jetzt hier. Okay. Kann ich irgendwo pennen? Die Nacht verbringen? Machen wir mal so. Versinken wir auch zu... Versinken ja richtig im Bett. So. Was haben wir hier? Ramirez haben wir ja auch noch nicht gefunden. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was gibt es hier noch so zu entdecken? Außer Schakale, die ich höre, und Sandcrawler. Ich musste kurz überlegen, wie, dass sie nicht mehr Mindcrawler hier heißen. Ach komm. Kommt da noch einer etwa? Von hinten irgendwo? Nö. Ich höre da hinten aber noch mehr. Seltsamer Pilz. Zauberwurzel. Waren hier nicht irgendwo noch Leute? Was? Bleib stehen, du Hund! Ah, hier sind sie. Okay, nice. Gefunden. Das sind die Verräter. So, dann nehmen wir das mit. Komm. Auch erledigt. So. Kapus Gold auch noch gefunden. Darin erstmal dunkle Snapper. Ja, sollen die da kämpfen? Rostige Streitaxt. Ich speichere einmal.
Ich schick dich zu Belja. Yo. Ich glaube, das werde ich nicht überleben, oder? Doch! Habe ich geschafft zu überleben. So, ich fress mal lieber ein paar Heilkräuter. So, einen noch. Und speichern. Dann will ich mal gucken, ob ich es schaffen könnte, gleich gegen das Urvieh hier anzutreten. Hier sind Bananen. Urvieh. Ich würde aber andere Pfeile nehmen wollen. Die hier, da haben wir wieder was. Komm ich an den ran? Nö, komm ich nicht. An dem kommen wir nicht ran. Aber können wir Dings Bescheid sagen? Wir haben die auch alle jetzt erledigt. Aber Ramirez habe ich noch nicht gefunden. Und, die Nomaden, die hier irgendwo sein sollen, haben wir auch noch nicht gefunden. Aber Kafu, sage ich mal Bescheid. Seine ehemaligen Wachen sind tot. Ich habe aber auch noch niemanden gefunden, der mir zeigen kann, wo ich die Nomaden finden könnte. Die hier für die Befreiung hierfür zuständig sind. So, wir haben 11 Lernpunkte. In welche Richtung will ich jetzt als nächstes gehen? Weiterhin Jagd? So, Wildjäger? Großwildjäger? Der Held macht doppelten Bogenschaden gegen Raubtiere? Schmied könnten wir eigentlich auch weitermachen wollen, aber ich glaube, Diebeskunst würde mehr Sinn machen. Wir können ja schon fast alles machen. Ne, doch nicht alles. Aber Alchemie können wir hier alles, außer das hier. Dings, der muss hier unten sein, ne? Kafu ist hier unten. Geben wir ihm sein Gold und berichten ihn von dem Tod seiner ehemaligen Wachen. So, Kafu. Die Wachen sind erledigt. Die Wachen sind erledigt. Ausgezeichnet, Vater der Stärke. Natürlich hast du dir eine Belohnung verdient. Wenn du mir jetzt noch mein Gold wiederbringst, kannst du dir meines unendlichen Dankes sicher sein. Und hier sind deine 700 Goldmünzen. Hier hast du deine 700 Goldmünzen zurück. Ich danke dir, Vater der Klugheit. Nimm dieses Wasser und einen Teil meines Goldes als Zeichen meiner Dankbarkeit. Meine Gebete begleiten dich auf allen verdorrten Wegen, die du gehen wirst, mein Freund. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Bolzen. Ich würde die Dietrich hier haben wollen. Er hat 5, also 50 Gold geben wir dafür aus. Oder warte. Machen wir so. Ziehen wir die wieder weg. Goldausgleich. Machen wir nochmal anders. So, Goldausgleich. Passt.
So, und wir haben jetzt Ruf 75. Das heißt, wir können jetzt endlich rein, ne? Zum großen Gonzales. So, das müssen wir jetzt hier am schnellsten dahin gehen, oder? Nee, auch nicht. Hat die was für ihn? Ilja? Nee, mit ihm hat das nichts zu tun gehabt. Was hat es mit ihm? Hat auch nichts. Glaubst du wirklich? Der Kämpfer. So, nope. Möglich ist alles. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, Umgang mit großen Waffen, schwere Armbrust. Komm, Armbrust. Zeige mir den Umgang mit der schweren Armbrust. Fasse die Armbrust am Schaft an. Um ruhig zielen zu können, drücke sie an deine Schulter. In den ersten paar Tagen wirst du ein Gefühl haben, als ob dir die Schulter abfällt. Aber schon nach einer Woche hast du eine Schulter wie aus Stein. Visier dein Ziel an und zieh durch. Das ist alles. Okay, perfekt. 6 Lernpunkte haben wir noch. So. Anger würde ich später mitnehmen wollen. Kafus ehemalige Wachen sind übrigens erledigt. Kafus ehemalige Wachen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kriegst auch eine fette Belohnung. Gott sei Dank, nice. Wird stolz auf uns sein. Bring mir was bei über die Jagd. Bring mir was über die Jagd bei. Kann ich das hier machen schon? Dazu bist du noch nicht bereit. Oder das? Dazu bist du noch nicht bereit. 42 Jagdgeschick. Okay, Jagdgeschickpunkte. Okay. Okay, lassen wir dann. Was ist mit ihm? Nasib? Kann ich jetzt mit Gonzales sprechen? Kann ich mit Gonzales sprechen? Gonzales ist sehr beeindruckt von deinen Taten. Wenn du mich fragst, wirst du es bei den Assassinen weit bringen, wenn du so weitermachst. Danke, das wollte ich hören. Geh am besten gleich zu ihm. Er erwartet dich. Okay, der kann auch... Würdest du mich im Kampf unterrichten? So. Mit, 2 Waffen lernen. Dazu bist du noch nicht bereit. Ah, okay, da fehlt mir auch Jagdgeschick. Ernesto? Lass mich rein. Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. So, Elitekrieger... Alima? Ich danke dir, Herr. Dem reichsten Mann der Stadt zu gehören, bringt mich meinem Ziel ein großes Stück näher. Du wirst sehen, eines Tages werde ich Gonzales Frau sein. Na dann, viel Glück dabei. Okay, auch nochmal Erfahrungspunkte für bekommen. Liedekrieger, Ningal. Du hast dich also um Morasul verdient gemacht. Bist du ja? Dann weißt du bestimmt auch, dass der Assassine Ramirez verschwunden ist. Was ist mit Ramirez? Was ist mit Ramirez? Er ist in die Ruinenfelder aufgebrochen. Aber bisher ist er nicht zurückgekommen. Er arbeitet für mich und ich will wissen, was los ist. Gut, ich kümmere mich darum. Was kannst du für mich tun? Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dir die Kunst der Magie beibringen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Stäbe benutzen, mich Roben besser schützen. Nee. Da noch nicht. Ist noch nichts. So, gibt's hier was Neues? Hier steht nichts Neues. Den Pult will ich auch noch benutzen. Jetzt ist die am Putzen. So, du bist Gonzales. Es gibt schlechte Nachrichten. Jemand greift unsere Städte an. Wenn wir den Schuldigen finden, machen wir mit ihm kurzen Prozess. Kommst du zu mir, um mir ein Geschenk zu machen? Lassen wir das. Ich will mit dir reden. Na gut. Du hast es bis zu mir geschafft. Also soll deine Mühe auch belohnt werden.
Lass uns reden. So, erzähl mir was über die Orks. Erzähl mir was über die Orks. Sie werden von einem eisernen Willen angetrieben, der sie sogar bis hierher geführt hat. Bemitleidenswerte Kreaturen. Die Orks sind in die Wüste gekommen, obwohl sie das Klima und die heiße Sonne gar nicht vertragen. Wenn du mich fragst, werden alle im heißen Sand der Wüste verrecken, noch bevor der nächste Sommer naht. Ich mache mir Sorgen um die Nomaden und ihre geistigen Führer, die Wassermagier. Wo ist das Problem mit den Wassermagiern? Wo ist das Problem mit den Wassermagiern? Die Nomaden folgen ihnen und ihrem falschen Gott Adanos. Wir versklaven die Nomaden, trotzdem scheint ihre Zahl nur noch größer zu werden. Sie plündern unsere Häuser, überfallen unsere Karawanen und haben nur eins im Sinn. Die Vertreibung unseres Volkes, der Assassinen aus der Wüste. Wenn wir ihre Führer, die Wassermagier, töten, wären sie nicht mehr so zuversichtlich und mutig. Aber, ich bin eigentlich auf der Suche nach den Schlüsseln zum Tempel. Ich bin auf der Suche nach den Schlüsseln zum Tempel. Interessant. Wie kann ich dir helfen? Weißt du etwas über die Schlüssel? Also gut. Wir sind beide Geschäftsmänner. Und ich will deshalb nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe einen der Schlüssel in meinem Besitz. Okay, was verlangst du für den Schlüssel? Was verlangst du für den Schlüssel? Die Orks wollen die Artefakte des alten Volkes und drehen in der Wüste jeden Stein um. Sie würden jeden Preis bezahlen, um in die tiefsten Heiligtümer des alten Volkes zu gelangen. Dieser Schlüssel ist also einiges wert. Nach dem momentanen Stand der Dinge würde ich ihn dir für 10.000 Goldmünzen überlassen. Meiner bescheidenen Meinung nach geschenkt. Wie hört sich das an? Ich weiß es nicht. Ich speichere einmal. Was, wenn ich ihn hier dafür umlege? Oder warte. Was, wenn ich die Quest... Ich werde alle Wassermagier aufspüren und töten. Ha! Das ist kein leichtes Unterfangen. Sie haben sich über die gesamte Wüste verteilt und werden von den Nomaden versteckt und beschützt. Folge den Spuren der Nomaden in den Ruinenfeldern und du wirst ihre geistigen Anführer finden. Beliar steht dir bei. Wie viele Wassermagier sind hier in der Wüste? Es sind 7 an der Zahl, soweit ich das sagen kann. Satoras ist der oberste und wichtigste von ihnen. Einer heißt Vatras, der auch eine wichtige Rolle in ihren Kreisen spielt. Dann sind da noch Myxir, Nefarius, Riordian, Kronos und Merdarion. Ja, ich erinnere mich. Ich bin den Jungs schon auf der Insel Korinnes begegnet. Tja, dann wirst du ja wissen, wie du sie am besten aus dem Weg räumen kannst. Wir werden sehen. Nee, das will ich nicht machen. Was, wenn ich das hier mache? Ich werde dir den Tempelschlüssel aus deinen kalten Händen reißen. Und damit den Zorn der ganzen Stadt auf dich ziehen? Ich könnte ja zur Not laden. Aber gut. Wenn das dein Wille ist, so sei es. Ich schicke dich zu Beliar. Jo, was macht der jetzt? Nee, ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Nicht jetzt. Ich lade lieber. Wir hatten ja vorher gespeichert. Ich werde aber die Dingens. Ich werde die Wassermagier nicht verraten. Vatras, Satoras und so. Ich mag die. Auch wenn die mich an irgendwie nicht mehr so mochten. Ich werde die nicht verraten. Mit ihm habe ich jetzt genug geredet. Aber dann weiß ich zumindest, wo hier in den Ruinen muss ich dann suchen. Im Nordosten. Ne, in den Ruinen müssen dann die Nomaden sein. Ich suche die mal. Dann bin ich hier auf der Seite. Also da muss ich dann suchen. Also...
könnten hier aber auch wirklich einfach mal so ein Verräter sein. Das finde für die Orks und das Assassinen-Camp, das finde ich heftig, dass man hier wirklich alles hintergehen kann. Dass man hier die Wahl hat. Aber fürs Let's Play möchte ich ja lieber eigentlich das Kanon-Ende machen. Oder das zumindest, was für mich nach Kanon aussieht. Hier sind die alle tot, oder? Die sind alle tot. So, ich speichere noch einmal, bevor wir da weiter reingehen. Ich suche jetzt die Nomaden. Und dann will ich wissen, vielleicht finden wir Kronos, Vatras oder so. Okay, hier sind Orks. Hier sind einfach noch mehr Orks, okay. Speer. Der Dicke. Verschwinde, wir brauchen hier keine dreckigen Söldner. Was ist deine Aufgabe hier? Was ist deine Aufgabe hier? Ich beaufsichtige die Sklaven bei den Ausgrabungen. Was dagegen? Faesul will, dass die Geschäfte weiterlaufen. Faesul will, dass die Geschäfte weiterlaufen. Ach, will er das? Und warum sollten wir darauf eingehen? Ich werde die schmerzhafte Dinge... was sind deine Forderungen? Ich werde dir schmerzhafte Dinge antun, wenn die Geschäfte nicht weiterlaufen. Ich werde dir schmerzhafte Dinge antun, wenn du die Geschäfte nicht weiterlaufen lässt. Ja, das glaube ich dir. Aber das ist mir furzegal. Wir sind hier alle den Orks unterstellt. Ihr dreckigen Idioten aus Morasul habt hier gar nichts zu melden. Ich sollte dir ein paar aufs Maul hauen. Ich sollte dir mal ein paar aufs Maul hauen. Was hältst du davon? Versuch's, Dreckskerl. Dann zeig mal, was du drauf hast. Da! Ah! Jo! Da! Ah! Bester Erfolg mit siegenden Dicken. Kann ich ihn nochmal anquatschen? Quest ist erfüllt. Nichts zu holen. Steht da auch auf? Da ist nichts mehr zu holen. Nichts zu holen. Oh, mein Kopf. Oh Mann, mach das bloß nicht nochmal. Tja, das hängt ganz von dir ab. So, was jetzt? Laufen die Geschäfte für Faesul wieder oder was? Was ist jetzt? Laufen die Geschäfte für Faesul wieder oder was? Na schön, du hast gewonnen. Die Geschäfte laufen weiter. Alles klar. Okay, haben wir gemacht. Das war also der Dicke. So, Ork. Krieger, Krieger. Wer ist noch hier? Elite-Krieger? Noch ein Krieger? Ich gehe mal hier runter. Wo führt das denn hin? Was zum Lesen? Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr sollt ihr mein Land betreten, denn es ist heilig, und so soll es sein. Ah, interessant. 80, altes Wissen 80 geschafft. Ist das hier auch noch eine zum Lesen? Nö. Schade. Hier geht's ja auch noch weiter rein. Noch eine Steintafel.
So, nochmal altes Wissen plus 3. Wenn wir hier nochmal gucken, was brauchten wir nochmal wegen altes Wissen? 200. 250. Okay, bis 250 kriegen wir noch hin. Wir werden halt zwar sehr viel lernen dürfen, aber... Hier geht's ja auch noch weiter. Gibt's hier auch noch Steintafeln? Nee. Okay, wir können dann hier wieder gehen, würde ich sagen. Und die Nomaden suchen. Ich denke da genauso. Und wo kommt der denn? Jetzt ernsthaft, wo soll ich hier bitte die Nomaden finden? Hier haben wir auch noch was ausgegraben. Warte mal, ist das hier Ramirez? Mesir. Wohin des Weges, Fremder? Ich suche hier ein paar Artefakte. Na sowas, Junge. Ich auch. Willst du tauschen? Ich suche Ramirez. Hast du ihn gesehen? Ich suche Ramirez. Hast du ihn gesehen? Ramirez? Ramirez? Ja, ja. Weißt du, wo er steckt oder nicht? Ja, ich weiß, wo er ist. Ich kann dich zu ihm bringen. Ich sage dir was. Ich bin ein alter Mann. Meine Lebensjahre ziehen vorbei, wie der Wind über die Dünen streicht. Was willst du? Ich will noch einmal die Freuden von Murats Oase genießen. Also, bringe ich dich erst zu Ramirez und dann begleitest du mich zu Murats Oase. Lass uns erstmal handeln. Lass uns handeln. Schön, freut mich. Ich bin übrigens Messier, Schatzgräber werde ich genannt. Spinner und Schwätzer, sagen sie zu mir, aber sie sind blind für meinen Reichtum. Bis auf Zuben. Ja, ja, der nicht. Der alte Zuben. Aber ich schwafle schon wieder. Du kennst Zuben? Du kennst Zuben? Ja, von früher. Er hatte ein paar wirklich gute Visionen. Aber das ist auch schon wieder 70 Jahre her. Aha. Okay, erzähl mir von deinem Reichtum. Erzähl mir von deinem Reichtum. Ich sehe viele Dinge. Alles, was ich bisher gesehen habe, ist auch eingetreten, mein Sohn. Ein Mann wird kommen aus dem Norden und wird die Wüste mit einem schrecklichen Fluch belegen. Er wird den Tempel von Murasul öffnen und die Toten werden über den Sand der Wüste wandern. Sie werden sich an den Lebenden rächen, dass sie in ihrer ewigen Ruhe gestört wurden. Wer wird den Tempel öffnen? Wer wird den Tempel öffnen? Ein Mann aus dem Norden. Viele Kämpfe hat er bestritten. Viele bedeutende Dinge hat er getan. Er wird der Entscheider sein zwischen Gut und Böse. Zuerst glaubte ich, der Kämpfer Kirk aus Murasul wäre dieser Mann. Doch nun bin ich mir nicht mehr sicher. Verstehe. Okay, zeig mal, was du gefunden hast. Zeig mal, was du gefunden hast. So. Oh, eine Steintafel. Die nehmen wir. Amulett der Ausdauer. Die nehmen wir auch mit. Was kann ich ihm andrehen dafür? So, das kann weg. Die können weg. Das kann weg. Und das kann weg. Goldausgleich. Warte, einmal speichern. Und dann soll er mich zu Ramirez bringen. Na gut. Bring mich zu Ramirez. Dann folge mir, Vater der Freuden.
So, voll Gruß zu seinem alten Lagerplatz. Fest abgebrochen, was? Warte mal. Hä? Das nehmen wir mal mit. Jetzt bin ich aber neugierig, was jetzt mit Ramirez ist. Ich gehe mal von aus, dass er tot ist. Und Maisie ihn tot gefunden hat. Ich wollte den seltsamen Pilz haben. Wir sind da. Er ist dort unten. Folge mir, Sir. Okay, dort unten ist er. Oh. Ramirez. Was hat er hier? Erzrohling. Sonst gibt's hier nichts. Okay, ich weiß zumindest, was mit Ramirez ist. Und? Hast du ihn gefunden? Zumindest das, was übrig war. Dann lass uns jetzt zu Murats Oase gehen, bevor wir auch noch so enden wie er. Gehen wir zu Murats Oase? Gehen wir zu Murats Oase. Ich kenne den Weg, aber du musst mich beschützen. Okay, speichern wir. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen, dass ich dann vielleicht bei Murats Oase auf dem Weg dahin alles schon ausgeschaltet habe. Aber wenigstens haben wir Ramirez gefunden. Oh nein. Du willst es nicht anders. Ja, komm. Jetzt bloß nicht drauf gehen, Messier. Wie viel Leben hat er noch? Mich nicht mehr belästigen. Ah, okay, der hat es noch überstanden. Der hält schon doch ein bisschen was aus. Für so einen alten Mann. So, nochmal speichern. Weil es überlebt hat. Aber ich weiß immer noch nicht, wo die Nomaden sind. Geh bitte nicht zu den Snappern. Mesir. Ich glaube, der möchte einfach drauf gehen. Der ist lebensmüde. Ah, hier haben wir wenigstens alle schon ausgeschaltet. Da hinten gibt es noch mehr, höre ich. Okay, Murats Oase. Da haben wir's. Ah, wir sind da. Wunderbar. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt können wir uns eine Weile ausruhen. Hier, nimm das. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Okay, 300 Gold. Wie viel haben wir jetzt an Erfahrungspunkte? Okay, noch 8.500 für die nächste Stufe. 17 Lernpunkte haben wir. So, warte mal. Kann mich hier einer eben vielleicht noch was anderes beibringen?
Kann der mir was beibringen? Murat, kannst du mir was beibringen? Nö. Aber dann gehen wir nochmal wieder in die Stadt hier, Morazul. Und dann gucken wir mal, ob da uns irgendjemand noch was beibringen kann. Irgendjemand wird uns doch noch irgendwas unterrichten können. Weil, was Stärke angeht, könnten wir eigentlich auch die Dinger hier mal. Kampf mit zwei Klingen, Meister der zwei Klingen können wir machen. Orktöter, ich will wissen, wo ich Orktöter lernen kann. Für große Waffen. So, Armbrust haben wir zumindest schon mal eins. Die Dinger würde ich auch gerne lernen. Den könnten wir jetzt sogar schon machen, Paladin. Der Held macht zusätzlichen Schaden gegen Kreaturen Belias und Regeneration. Rein theoretisch wäre das schon möglich für uns. Aber ich würde jetzt einmal gerne wegen Ramirez berichten wollen. Aber ich finde hier einfach nicht die Dingens. Vielleicht wäre es auch wirklich an der Zeit, dass wir uns... Komm, wir nehmen Anga gleich mit. Und Diego. Ne, die Richtung. So, ich darf hier ja schon vorbei. Und sagen wir ihm Bescheid hier, wo Ramirez ist. Ich habe Ramirez im Ruinenfeld gefunden. Er ist tot. Ich habe Ramirez im Ruinenfeld gefunden. Er ist tot. Das ist außerordentlich bedauerlich. Die Ruinen sind sehr gefährlich. Doch er kannte die Gefahr. Er konnte sie einschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Sandcrawlern gefressen wurde. Nein, sein Tod hängt mit seinem Auftrag zusammen. Hier, das ist für dich. Okay, welchen Auftrag hatte Ramirez? Welchen Auftrag hatte Ramirez? Aus Bensala ist eine Lieferung Erzrohlinge gestohlen worden. Einige davon sind hier in Morazul bei den Händlern aufgetaucht. Ich habe Ramirez auf die Sache angesetzt. Er verfolgte eine Spur. Er glaubte, den Erzdieb gefunden zu haben. Und wahrscheinlich hat er das auch. Du glaubst, dass der Erzdieb auch der Mörder ist? Ich will, dass du an der Sache dranbleibst. Finde seinen Mörder und räche Ramirez. Aber sei dir sicher, dass du den Richtigen erwischst. Okay. Der Mörder von Ramirez. Ich will jetzt aber irgendwie noch was lernen wollen. So, und Anga mitnehmen. Anga, komm mit. Komm mit. Auf geht's. Anga schließt sich dir an. So, wer war nochmal der Taschendiebstahl hier beibringen kann? Roman. Raman. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Falschen? Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, dann 5 Diebespunkte. Okay, Diebeskunst machen wir gut so. Und dann? Bring mir was über das Falschen bei. Nein, das kann ich nicht machen. Dafür musst du mehr bezahlen. Hör zu, ich habe dich bezahlt, also bring es mir bei. Siehst du, du kannst es doch schon. Du wirst beim Handeln merken, dass du bessere Preise bekommst. Ah, okay. Verbliebene Lernpunkt noch 5. Aber der kann... Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Der kann hier nichts mehr beibringen, okay. So, also Falschen haben wir jetzt. Na, rausreden, Falschen. Also damit, niederschlagen. Diebeskunst 50. Das hätte ich dir vorher sagen können. Losknacken. Ich weiß jetzt nicht, bei wem ich noch irgendwas lernen kann hier. Also hier wahrscheinlich nicht mehr wirklich.
Was ist mit Anga? Kann er mir noch was anderes beibringen? Hier, würdest du mich im Kampf unterrichten? Mit großen Waffen? Okay, das dauert noch. Aber wir nehmen Anga mit. Wenn das so einfach wäre. Dann würde ich erst einmal, wenn wir jetzt nochmal auf die Karte gucken, als ob ich nicht schon genug Probleme hätte, vielleicht nach Braga gehen und Diego abholen, würde ich sagen. Wir müssen eh wieder nach Norden. Oder warte mal, hier gibt es doch noch einen Schmied, hä? War er der? Ismael? Wo hast du die Erzrohling? Woher hast du den Erzrohling? Daran kann ich mich nicht erinnern, sondern Neugier. Ich bin ein armer alter Schmied und meine Taschen sind leer. Fällt dir jetzt was zu dem Erzrohling ein? Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich tatsächlich wieder. Hassan, der Assassine, hat ihn mir verkauft. Er hat die Stadt aber längst verlassen. Okay, bring was über das Schmieden bei. Bring mir was über das Schmieden bei. So, was muss ich über Schlürfen wissen? Oder das hier? Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, was ist damit? Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, dann das. Nur weiter so. So, null Lernpunkte. Okay, aber wir trotzdem mal mit Anga gehen wollen. Ich speichere noch einmal. Und Hassan ist der eine Assassine, der hier die Rohlinge verkauft. Aber ich will wissen, wo ich auch die Dings finde. Die Nomaden. Bisher noch nicht gefunden. So, wenn ich Anga mitnehme und dann Diego gleich, kann ich hier dann wirklich mit so einer kleinen Armee unterwegs sein? Wie unschlagbar wäre dann eigentlich die Truppe? Wie viele Leute kann man mitnehmen? Das will ich jetzt auch noch herausfinden. Also gleichzeitig mitnehmen. Aber erst einmal mit Anga den Weg wieder zurück nach Braga. Sind aber auch schon einige Folgen hier mit in der Wüste. Ich glaube, das wird schwer gegen die. Das sind zu viele Schakale. Ich würde schon gerne eine kleine Armee mit haben. Ich gehe mal außen rum an denen vorbei. Na okay, die gehen schon. Aber das sind auch echt riesige Rudel von denen. Okay, die sind wieder dort. Stimmt, Lester müssen wir noch abholen. Aus der anderen Mine da. Aus dem Tempel. Dann hätten wir schon mal drei Leute. Dann werden wir Laris finden. Mal gucken, ob wir den mitnehmen können. Ich weiß nicht, ob ich die Wassermagier mitnehmen kann. Aber wir bekommen ja Erfahrungspunkte, wenn wir die mitnehmen und die jemanden töten. Müssten wir gleich mal irgendwann ausprobieren. Wird zwar ewig dauern, der Kampf, aber egal.
Solange er das halt nur überlebt. Ich frage mich dann, ob die sich auch miteinander unterhalten, ob wir dann Gespräche mitbekommen. Dann ist nur noch wirklich von unserem engen Freundeskreis Milton, der noch verloren ist, sagen wir mal so, den wir noch nicht wiedergefunden haben. Und halt Lee. Aber der gehört jetzt nicht zum engeren Freundeskreis, der will nur seine Rache gegen Dings, gegen König Robert. Und da will ich auf jeden Fall helfen. Aber ich bezweifle, dass Lee sich auch noch den Orks anschließt dafür. So, Braga sind wir schon gleich da. Hier liegen die alle immer noch tot, das finde ich super. Ich guck mal, ob ich Diego jetzt mitnehmen kann. Drei Leute gingen ja vorhin. Ah, die schöne Musik von hier. So. Diego! Komm mit. Du hast schon einen Begleiter. Okay, ich kann nur einen mitnehmen. Außer das sind Questleute. Ja, dann. Jemand wird dafür bezahlen. Dann lauf zurück. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Anga verlässt die Gruppe. Ja, okay, schade. Es wäre cool gewesen, hätten wir einfach mal mehrere Leute mitnehmen können. Die ganze Truppe. Hätte ich echt gefeiert. Aber egal, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.